Und damit kommen wir zu den Orientierungen, den Grundbegriffen und der Vorstellung der Literatur, also dem inhaltlichen Park. Ich gucke nochmal in die Runde, ich sehe gerade keine Hände, das ist gut, denn dann kann ich direkt weitermachen. Denn zur Orientierung gehört einiges, Hinweise zur Grundlagenliteratur möchte ich Ihnen einiges mitgeben. Und wenn wir die Grundlagenliteratur durchgehen, dann werde ich auch das eine oder andere Zitat aus der Grundlagenliteratur Ihnen zeigen und was Ihnen vielleicht so erste Ideen schon mal gibt, womit wir es hier zu tun haben, wenn wir über Medienpädagogik sprechen, wenn wir über Medienkompetenz sprechen zum Beispiel. Denn bei dem Begriff der Medienkompetenz, da haben Sie es gesehen, als pantomimisch dargestellt, und pantomimisch etwas darstellen ist natürlich immer extrem schwierig. Aber es ist halt immer die Frage, wenn man Begriffe in einer solchen Vorlesung verwendet, sprechen wir von den gleichen Dingen, wenn wir beispielsweise von Medienkompetenz sprechen, wenn wir von Medienbildung sprechen oder wenn wir von Medienpädagogik sprechen oder pädagogischen Ansätzen. Um all diese Dinge geht es also jetzt gleich. Und dann möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Tipps geben, wie man Literatur finden kann zum Weiterlesen. All das, was über das hinausgeht, was Sie ohnehin im Moodle-Kurs finden, speziell jetzt für die Medienpädagogik. Denn da gibt es einiges, was Sie eben nicht sich teuer erkaufen müssen oder in der Bibliothek suchen müssen, sondern was man im Netz findet. Gerade medienpädagogische Literatur finden Sie zum großen Teil Open Access. Man muss nur wissen, wo man guckt. Und diese Tipps würde ich Ihnen gerne heute auch noch in aller Kürze geben. Ja, also Orientierung. Es geht um Überblickswissen und vielleicht geht es Ihnen auch so, Sie sind neu in Ludwigsburg und da muss man sich erstmal orientieren. Und mir ging es so, ich war während Corona, hatte ich eine Gastprofessur an der Universität Wien und kurz vor Corona war ich in Sydney in Australien. Und beides sind ziemlich große Städte und man muss sich irgendwie zurechtfinden können. Und da hatten wir in Sydney zum Beispiel, da sehen Sie die Metro-Map, hat mir da unglaublich geholfen, mich so grundsätzlich zurechtzufinden in dieser Stadt, gerade was so den Grobüberblick betrifft. Was aber schwierig war, und das habe ich relativ spät erst mitbekommen, ist, dass solche Metropläne natürlich immer eine Reduktion, eine Komplexitätsreduktion beinhalten. Also sie sind einfacher als die Realität. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich häufig von der Uni erst nochmal in die Stadt gefahren bin und dann wieder rausgefahren in meinem Lieblingspub und festgestellt habe, würde ich 5 Minuten oder 10 Minuten querlaufen, wäre ich schneller. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil solche Maps, weil solche Komplexitätsreduktionen genauso sind, wenn man sich an ein neues Thema heranhandelt. Erstmal ist es wichtig, Stichwort didaktische Reduktion, haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, erstmal ist es wichtig, dass man eine Orientierung bekommt, wo befinden wir uns eigentlich, mit welchen Begriffen operieren wir hier, was ist Medienpädagogik, was ist Medienkompetenz und so weiter zum Beispiel. Ja? Und dann hat man die Möglichkeit, wenn man sozusagen dieses Orientierungswissen hat, dann etwas tiefer zu schauen, dann etwas tiefer zu gehen und Dinge zu verstehen, die man vorher nicht verstanden hätte, beispielsweise wenn man diese Begrifflichkeiten nicht kennt. Und ein bisschen so ist es auch wie mit diesen Plänen. Weil diese Pläne hat jemand gezeichnet, damit sie keine Kreuzungen haben, damit es allgemein verständlich ist. Und das folgt natürlich einer Logik einer ganz bestimmten Person, beziehungsweise der Idee, diesen Plan verstehen möglichst viele Menschen. Und genau das ist Ziel, wenn es um Orientierung geht, wenn es um Orientierungswissen geht. Und das ist Ziel eben der heutigen restlichen halben Stunde etwa. Und da hilft zunächst einmal die Grundlagenliteratur, die ich für Sie ausgesucht habe. Groborientierung innerhalb des Moodle-Kurses, wenn Sie runterscrollen unter die Termine, kurz vor die FAQs, da finden Sie die Grundlagenliteratur. Einfach entsprechend auf die jeweiligen Ordner klicken und dann öffnen sich die PDFs und was sich dahinter verbirgt,
Das zeige ich Ihnen jetzt. Und wer nicht nur sich einlesen möchte, sondern sich besser einschauen möchte, vielleicht noch die eine oder andere Frage, habe ich in den letzten Jahren in der kleinen Serie Medienpädagogik im Schaukelstuhl ergänzt. Da ist, hatte ich vorhin schon darauf hingewiesen, bei der Open Book Klausur. Und da gibt es natürlich noch ein bisschen was mehr. Also so die typischen Fragen, die von Ihnen kommen, die habe ich dort versucht, im Rahmen dieser kleinen Serie zu beantworten. Und wenn Sie ein bisschen höher schauen, dann sehen Sie, dass da entsprechend auch Vorträge sind, weiter unten dann entsprechend auch die Vorlesungsvideos, dass wenn Sie mal hier nicht da sein können, dass Sie dann sich diese entsprechend anschauen. Also das gehört zur groben Orientierung jetzt hier noch innerhalb des Modulkurses. Und damit wären wir schon bei der Begriffsklärung des ersten Begriffs. Na, und was liegt näher, wenn diese Veranstaltung hier heißt Einführung in die Medienpädagogik, dann zunächst mal zu schauen, was ist denn überhaupt Medienpädagogik? Und da ist man natürlich verleitet, erstmal zu sagen, naja, der Begriff Medienpädagogik ist ein Oberbegriff für alle Fragen der pädagogischen Bedeutung von Medien. Und das erstmal ist eine sehr weit gefasste Erkenntnis und eine relativ einfache Erkenntnis, die Wolfgang Neubauer und Gerd Lucecki vor ziemlich langer Zeit, nämlich 1979, schon geprägt haben. Also, Sie merken, wir hangeln uns ran. Aber wenn Sie vermuten, dass das nicht alles ist, dass da noch was kommt, dann vermuten Sie richtig. Zunächst mal schauen wir uns das Ganze aber mal grafisch in der disziplinären Perspektive der Medienpädagogik an. Also wenn wir dieses Zitat als Basis nehmen, dann wären sozusagen die disziplinären Perspektiven, also will sagen, das sind die Wissenschaften, die entsprechend etwas für die Medienpädagogik beisteuern. Zunächst einmal die Medien- und Kommunikationswissenschaft, weil die Medienwissenschaft beschäftigt sich mit dem Medium selbst, mit seinen Wirkungen, mit seinen Besonderheiten, um es mal etwas oberflächlich zu sagen. Und natürlich dann der Aspekt der Pädagogik, darin steckt die Erziehungswissenschaft. Das heißt also eben, wie es gerade eben schon in dem Zitat von Wolfgang Neubauer und Gertrud Zwick gesagt, eben mit der pädagogischen Bedeutung von Medien. Und die geht natürlich noch ein bisschen weiter, weil wir können natürlich, wir haben nicht nur die Bedeutung von Medien beispielsweise für die Persönlichkeitsentwicklung, sondern wir können Medien natürlich zum Beispiel, denke ich jetzt an den Schulunterricht, weil viele von Ihnen ja auf Lehramt studieren, wir können Medien natürlich auch selbst aktiv nutzen, um unsere, beispielsweise hier, was ich gerade mache, ich zeige Ihnen eine Präsentation, ich zeige Ihnen eine grafische Darstellung, um Ihnen das, was ich Ihnen gerade hier sage, nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Also das heißt, wir können Medien nutzen. Nur jetzt mal um zwei Aspekte zu nennen, welche pädagogische Bedeutung Medien haben. Auch da, verspreche ich Ihnen, wird es noch ein bisschen intensiver und noch ein bisschen mehr. Wir hangeln uns weiter. Medienpädagogik umfasst alle pädagogisch relevanten und potenziell handlungsanleitenden Sätze mit Medienbezug und deren Reflexion unter Einbezug empirischer Forschungsergebnisse, normativer Vorstellungen, lehr- und lerntheoretische sowie Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungstheoretischer Grundlagen. Hoppala, Sie merken, wir hangeln uns weiter und das ist vom gleichen Autor gerade mal 32 Jahre später. Sie merken, was steckt da drin? Die Medienpädagogik hat sich weiterentwickelt, würde ich sagen. Nicht nur in Bezug auf dieses Zitat, sondern in Bezug auf ihre disziplinäre Verortung. Und man könnte sagen, sie hat quasi an Kontur gewonnen. Und das Ganze zeigt sich natürlich auch in dem Feld, die Medienpädagogik in der Mitte, in Bezug auf ihre Bezugsdisziplin, ihre Referenzdisziplin. Das heißt also, zur Erziehungswissenschaft und zur Medien- und Kommunikationswissenschaft ist die Medienpsychologie noch gekommen, die Mediensoziologie und zum Beispiel die Literaturwissenschaft. Und wenn Sie mich fragen,
dann auch noch stärker die Informatik und die technische Bildung. Denn wenn wir uns anschauen, was Zeichen eines digitalen Mediums ist, dann ist die Basis eines digitalen Mediums Technik, Hardware, Codes, die man erst einmal auch verstehen muss, um bestimmte Prinzipien des Mediums, das sozusagen auf dieser technischen Basis aufsetzt, besser einschätzen zu können. Das heißt also, Sie sehen hier eine relativ starke Erweiterung der Medienpädagogik in Bezug auf Ihre Referenzdisziplin. Wir orientieren uns weiter. Das sind zwei Einführungswerke, die ich Ihnen hier zeige. Da finden Sie auch Texte daraus, ausgewählte Texte, nicht die ganzen Bücher natürlich, in Ihrem MOOC-Kurs. Und das, was ich gerade eben in Bezug auf die disziplinären Beheimatungen sagte, das wird zum Beispiel relativ deutlich hier in dem ersten Buch beispielsweise, das nämlich von drei Autorinnen, zwei Autorinnen und einem Autor geschrieben wurde. Beide Grundlagenwerke eignen sich übrigens wunderbar, auch wenn Sie mal eine Veranstaltung versäumt haben oder Ihnen etwas nicht ganz klar ist, dann kann man, also das sind Lehrbücher, die sozusagen auch eine solche Vorlesung sogar ersetzen können, wenn man sich die entsprechend durcharbeitet. Komfortabler ist es aber natürlich, wenn Sie hier. Also das heißt, wer gerne noch etwas nachlesen möchte, es nochmal sozusagen aus einer anderen Perspektive hören möchte, die oder der kann entsprechend auch sich bei diesen Lehrbüchern bedienen. Und hier nehme ich jetzt mal ein Zitat aus dem erstgenannten Buch. Medienpädagogik drückt die Zugehörigkeit zur Pädagogik respektive zu den Erziehungswissenschaften aus und umfasst im weiteren Sinne alle Theorien und Studien, welche sich mit der Rolle der Medien in Erziehung, Bildung und Sozialisation befassen. Und hier bemerken Sie zum Beispiel auch, dass diese Multidisziplinarität, die ich gerade erwähnt habe, diese unterschiedlichen Perspektiven, denn der Autor Daniel Süß ist Kommunikations- und Medienpsychologe, die Claudia Lampert ist Erziehungswissenschaftlerin und Christine Tröll-Schweinen ist Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin. Und da sehen Sie sozusagen das, was die unterschiedlichen wissenschaftlichen Bezüge, die Medienpädagogik in sich vereint, eben in Bezug auf die in der Medienpädagogik forschen und die in der Medienpädagogik praktisch arbeiten, ist entsprechend abgebildet. Also das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen sind im großen Teil Erziehungswissenschaftlerinnen, Erziehungswissenschaftler, Medien- und Kommunikationspsychologen oder auch Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Literaturwissenschaftler und so weiter und so fort. Und in zunehmendem Maße verbindet man eben auch nochmal eben aufgrund der digitalen Medien, mit denen wir es zunehmend zu tun haben, weitet man den Blick dann auch um die technische Bildung und die Informatik. Und das Ganze deutet darauf hin, dass die Medienpädagogik jetzt wissenschaftstheoretisch gesprochen eine sogenannte Fractured Porous Discipline ist. Das heißt, es sind Disziplinen, die, hört sich jetzt nicht so toll an, aber porös sind. Etwa man könnte sagen, wie ein Schwamm Einflüsse aus anderen Disziplinen aufnehmen. Ein BWLer wird jetzt wahrscheinlich sagen, die über eine negative Handelsbilanz verfügen. Ist nicht so attraktiv. Ja? Aber aus Sicht eines modernen Wissenschaftsverständnisses ist das sehr attraktiv. Denn wenn wir uns anschauen, ist es ja so, dass Fragen nicht mehr nur innerhalb bestimmter Disziplinen beantwortet werden können, sondern wir eigentlich im Wissenschaftskontext nur dann weiterkommen, wenn wir eben über diese Wissenschaftsdisziplinen hinausschauen. Also wenn man eine Frage zum Beispiel rein psychologisch oder rein pädagogisch oder rein medienwissenschaftlich behandeln würde, würde man wahrscheinlich nicht zu einer Antwort kommen. Wir stellen fest, dass die Welt eben komplexer ist als beispielsweise der Map der Metro aus Sydney. Und deswegen
wir unterschiedliche Bezüge brauchen. Und die Medienpädagogik vereint das. Kleinen Nachteil hat es aber, deswegen ist sozusagen, deswegen starte ich auch mit der Orientierung. Das Ganze macht es natürlich, gerade in Bezug auf diese unterschiedlichen Fächer, macht es unübersichtlich. Weil so eine Disziplin, so eine abgeschlossene Disziplin, so für sich, Beziehungswissenschaft, Psychologie und so weiter, ist natürlich überschaubarer. Man kann sich viel leichter darin orientieren. Und in der Medienpädagogik wird es schwieriger, weil man immer auch dazu sagen muss, mit welcher Brille schaut man eigentlich auf die Dinge. Mit einer eher erziehungswissenschaftlichen Brille, mit vielleicht einer Brille des Medienwissenschaftlers oder eben neu mit der Brille des Informatikers oder desjenigen, der sich mit technischer Bildung beschäftigt. Und das macht es einfach ein bisschen komplexer. Aber das kriegen wir hin, denke ich, im Rahmen dieser Orientierung. Wir hangeln uns weiter. Wer nämlich mit den einzelnen Begriffen, Ihnen werden nicht nur vielleicht heute, ich verwende die ja wahrscheinlich ohne es zu merken, so habe ich vielleicht den einen oder anderen Begriff schon genannt, ohne ihn vielleicht schon gefüllt zu haben. Oder Sie lesen etwas zur Medienpädagogik und begegnen einem Begriff. Bei fast allen Begriffen ist es so wie bei dem Begriff der Medienkompetenz. Wenn man denkt, man hat ihn verstanden, dahinter ist viel mehr. Nur allein für den Begriff der Medienkompetenz, ich hatte es ja vorhin schon mal geteasert, könnte man ein ganzes Stockwerk einer Bibliothek füllen. Gedanken, die schon zur Medienkompetenz angestellt wurden. Und bei fast jedem Begriff, mit dem wir uns hier im Studium beschäftigen, ist das genauso. Denken Sie an den Begriff der Bildung zum Beispiel. Was steckt da alles drin? Und deswegen ist es toll, dass es solche Bücher gibt, wie die von einem Kollegen und zwei Kolleginnen geschrieben wurden, beziehungsweise zusammengetragen wurden hier, besser gesagt, nämlich sie haben, ihnen ist es gelungen, die besten Kolleginnen und Kollegen für den jeweiligen über 70 Autorinnen und Autoren haben die geschrieben, zu gewinnen für den Begriff, der mit ihnen besonders stark verbunden ist, diesen Begriff möglichst einfach und kurz zu erklären. Also das ist im Prinzip wie ein Lexikon, nur ein bisschen ausführlicher. Und dieses Buch bzw. ausgewählte Texte finden Sie entsprechend auch natürlich in der Bibliothek, klar, aber die ausgewählten Texte natürlich auch, Sie können es fast schon mitsprechen wahrscheinlich, im Modekurs. Ja? Das heißt also, wenn Ihnen zum Beispiel, wenn Sie noch etwas mehr wissen wollen über Medienpädagogik und Schule, über Medienpädagogik in der außerschulischen Medienarbeit, über kulturelle Bildung, und ihren Bezug zur Medienpädagogik, Mediendidaktik, Medienkritik und so weiter, dann können Sie das entsprechend dort sich anschauen. Und da gibt es natürlich noch ein paar Begriffe mehr. Ich habe Ihnen wieder etwas mitgebracht aus diesem Buch, in dem die Autorinnen und Autoren versuchen zu definieren, was ja, Sie merken, es gar nicht so einfach ist, etwas über Medienpädagogik zu sagen. Medienpädagogik bezeichnet eine Reflexionsform des Pädagogischen, deren Gegenstandsbereich sich aus lebenslangen Prozessen der Bildung und Erziehung unter den widerspruchsvollen Bedingungen mediatisierter Lebenswirklichkeiten konstituiert und die mit dem Anspruch auf Mündigkeit und Sozialität verbindet. Also Sie sehen, neue, so langsam ähneln sich die Beschreibungen. Ja, Reflexionsform ist etwas, was uns schon begegnet wird. Lebenswirklichkeiten, da muss man nur in unsere persönlichen Lebenswirklichkeiten schauen und dann versteht man, was damit gemeint ist. Aber was neu hier drin ist, ist Mündigkeit und Sozialität. Und Mündigkeit und Sozialität sind Begriffe, die auf die Zielperspektive hindeuten, die ganz interessant ist. Und wenn ich an diese Zielperspektive denke, Mündigkeit und Sozialität zum Beispiel, dann muss ich immer auch an Paulo Freire denken. Also vielleicht kennen Sie ihn, brasilianischer Pädagoge. Und der gibt uns einen Hinweis darauf, dass es eben, denken Sie nochmal an die Pantomime gerade, dass es eben nicht Medienkompetenz
nicht nur darum geht, etwas, ja, um gute Mediennutzung zum Beispiel auch oder perfekte Handhabung, ja, sondern es geht tatsächlich um ein höheres Ziel. Also es geht um Mündigkeit und Sozialität. Und das eben im Kontext mediatisierter Lebenswirklichkeiten, ne? Also aus dem Zitat, Sie erinnern sich. Und wenn man jetzt noch Paulo Freire sich anschaut, wenn Sie ihn nicht kennen, das war einer der Pädagogen, die sich einsetzten in seiner brasilianischen Heimat für die Alphabetisierung der Bevölkerung. Und warum machte er das? Weil er der Überzeugung war, dass der Schriftcode der Code der Mächtigen ist. Das heißt, anders gesagt, dass nur diejenige, die lesen und schreiben kann, entsprechend in der Gesellschaft mitgestalten kann. Und da hat er recht. Ja, wenn Sie mal rechts und links schauen, stellen Sie sich vor, Sie könnten nicht lesen und nicht schreiben. Und es gibt sogar in Deutschland immer noch sehr, sehr viele Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Sie lesen das alle noch ein bisschen. Immer noch. Trotz Paul. Aber diese Erkenntnis ist jetzt erstmal wichtig für uns. Denn wenn wir jetzt mal anschauen, Sie können alle lesen und schreiben, sonst könnten Sie nicht studieren. Aber es gibt ja, wenn wir uns anschauen, gerade im Zug, unterhalten wir uns über Medienpädagogik, gerade so in den letzten Zeiten sind ja noch ein paar mehr Codes hinzugekommen. Also es geht ja lange nicht mehr nur um den Schriftcode. Denken Sie beispielsweise, wenn Sie ein Bild sehen, jetzt gerade auch bei der Nachrichtenberichterstattung über den Krieg zum Beispiel in der Ukraine, es wird häufig dazu betont, dass man nicht sicherstellen kann, dass diese Bilder verifiziert werden können. Das heißt also, was können wir machen mit Bildern, also wie können wir mit Bildern umgehen, die vielleicht auch gefälscht sind? Wie können wir mit, nicht erst nur, oder denken Sie noch ein bisschen weiter, man kann sogar Videos fälschen, sogenannte Deepfakes. Oder noch ein bisschen weiter, denn das ist sozusagen der Bildcode, beziehungsweise Bewegtbild, Code eines Bewegtbildes. Nochmal kurz zum Bild. Und warum ist das Bild so wesentlich? Wenn wir etwas lesen, wenn irgendjemand etwas in der Zeitung steht, dann haben wir gelernt, naja, man kann ja alles schreiben. Wir sagen manchmal auch, Papier ist geduldig. Aber wenn wir ein Bild sehen, dann kommt uns das viel echter vor, weil beispielsweise das Dinge auch sind, die wir in der Natur wahrnehmen. Wenn wir etwas sehen, dann muss das ja so sein. Und wenn jemand ein Bild zeigt, also sozusagen das zu hinterfragen, ist nochmal eine Stufe mehr. Und wenn wir jetzt aber noch ein bisschen weiter schauen, welche Codes gibt es noch, mit denen wir es heute jeden Tag zu tun haben, im weitesten Sinne technische Codes, Algorithmen. Vielleicht nicht praktisch, aber sozusagen bei allen technischen Geräten, die Sie nutzen, befinden sich dahinter technische Codes, die jemand geschrieben hat, mit in der Regel einer bestimmten Absicht. Ich bin nur schlecht, aber eine Absicht, ja, die wir auch hinterfragen können müssen. Das heißt also, wenn man dieses Zitat von Paulo Freire noch ein bisschen weiter sieht, also noch ein bisschen in den Weitwinkel nimmt, dann müsste man eigentlich den Schriftcode erweitern um mindestens den Bildcode, aber gegebenenfalls auch technische Codes, mit denen das ganz selbstverständlich zu tun haben und die für uns aber, und das ist das Gemeine, nicht unbedingt sichtbar sind. Und in dem Moment auch nicht unbedingt hinterfragbar, reflektierbar. Und da, sehr geehrte Damen und Herren, da wird es richtig spannend, finde ich. Also was früher die Schrift war, ist heute die Schrift, das Bild, der Code, die Technik und so weiter, die wir eben idealerweise auch hinterfragen können, reflektieren können. Um Mündigkeit und Sozialität zu erreichen. Und das eben im Kontext mediatisierter Lebenswirklichkeit. Also wie das Zitat eben sagt. Sie sehen, von ursprünglich Medienpädagogik sind wir ganz schön weit gekommen im Rahmen der Orientierung. Jetzt haben wir uns ganz viel über Medienkompetenz unterhalten. Jetzt gibt es aber noch einen Begriff, der in den letzten Jahren hinzugekommen ist, nämlich der Begriff der Medienbildung. Und schauen uns gleich nochmal
das Verhältnis dieser beiden Begriffe an. Zunächst aber würde ich jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück machen, nochmal, und nochmal einen Blick auf die Medienpädagogik werfen, wie sie sich in zwei große Strömungen unterteilt, um so ein bisschen mehr Struktur in diesen Begriff auch reinzubekommen. Und da sage ich jetzt etwas, was ich häufiger schon gesagt habe heute, nämlich dieses Lernen über Medien und auf der anderen Seite das Lehren und Lernen mit Medien. Und wenn Sie sich erinnern an das Programm, so teilt sich auch diese Veranstaltung auf. Und grob gesagt heißt das, dass es bei dem ersten Aspekt, also bei dem Lernen über Medien, da geht es darum, jetzt stark verkürzt, ne? Wir sind ja im Orientierungsmodus, stark verkürzt würde es heißen, da geht es um, ja, was müssen Kinder, Jugendliche über Medien wissen, um entsprechend souverän mit ihnen umgehen zu können. Immer kann man auch erweitern, was müssen wir alle wissen, um mit Medien entsprechend souverän umgehen zu können. Aber Fokus ist erstmal oder häufig eben primär auf Kinder und Jugendliche, weil sie eben nochmal einen höheren Wissensbedarf haben, als wir beispielsweise, sie Medienerfahrene. Und der andere Aspekt, jetzt auch wieder ganz, ganz grob gesagt, das Lehren und Lernen mit Medien, das ist dann, wenn wir als zum Beispiel Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer mit den Medien arbeiten, beispielsweise etwas versuchen zu verdeutlichen, denken Sie da beispielsweise auch an den naturwissenschaftlichen Unterricht oder den Technikunterricht, in dem man die Möglichkeit hat, mit Animationen zum Beispiel etwas viel deutlicher darzustellen oder im Sportunterricht man Bewegungsabläufe nochmal per Video zeigen kann, was es häufig viel leichter macht, dass die Schülerinnen und Schüler mannigfaltige Möglichkeiten, also in allen möglichen Fächern. Aber den will ich jetzt nicht vorgreifen. Und da reden wir über Mediendidaktik. Also wenn immer wir Medien für didaktische Zwecke, für Lehr- und Lernzwecke einsetzen, da reden wir von Mediendidaktik. Und auf der anderen Seite von dem, was man über Wissen, über Medien wissen muss. Und da sehen Sie, gibt es so eine Überschneidung zwischen der Medienerziehung, zwischen der Medienkompetenz als Ziel und zwischen der Medienbildung. Hier wird es nämlich tatsächlich ein bisschen wild, was die Begrifflichkeiten betrifft. Und tatsächlich geht das auch in der Literatur, werden Sie feststellen, wenn Sie da genauer hinschauen, geht es manchmal durcheinander. Man hat tatsächlich, früher hat man eher von Medienerziehung gesprochen, währenddessen man heute diesen Begriff fast gar nicht mehr liest, sondern von Medienbildung spricht. Und Medienkompetenz und Medienbildung stehen in Bezug auf die Zielperspektive so fast synonym beieinander. Es gibt aber doch einen deutlichen Unterschied, den versuche ich jetzt gleich nochmal kurz zu skizzieren. Wie gesagt, im Orientierungsmodus, also das heißt dann entsprechend in aller Kürze, auch dazu gibt es unglaublich viel Literatur und hat die Community unglaublich viel diskutiert und geschrieben. Aber zunächst mal zu dem Begriff der Medienkompetenz. Und da begegnet Ihnen ein Name, der Ihnen in der Medienpädagogik immer wieder begegnen wird, wahrscheinlich heißt Dieter Barke. Und der hat den Begriff in Anlehnung an das Kompetenzkonzept von Noam Chomsky und an die Arbeiten von Herbert Apel und Jürgen Habermas geprägt. Das war 1973 schon. Das heißt also, nächstes Jahr wird dieser Begriff, man glaubt es kaum, 50 Jahre alt. Relativ moderner Begriff, also der zumindest relativ modern verwendet wird, ist tatsächlich schon über 50 Jahre. Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit eines Menschen, Medien, digitale Werkzeuge und Technik im Allgemeinen souverän für eigene Ziele und Bedürfnisse zu nutzen, selbst Medien und gesellschaftsbezogen zu reflektieren, kreativ, partizipativ zu handeln sowie analytisch strukturell Wissen zu erwerben. Sie merken bei diesem Zitat von mir, dass es schon ein bisschen mehr ist, als nur die Kompetenz, Medien zu nutzen oder vielleicht auch die Kompetenz, Medien gut zu nutzen. Wobei das, steckt mehr drin. Aber im Rahmen der Orientierung tasten wir uns entsprechend noch mal ein bisschen weiter. Zurück zu Dieter Barke. Was Dieter Barke macht, ist, er teilt die Medienkompetenz in vier Dimensionen auf.
und zwar in die Medienkritik, in die Mediennutzung, in die Medienkunde und in die Mediengestaltung, um nochmal deutlich zu machen damit, welche Aspekte zu dieser Medienkompetenz gehören. Und das ist ganz interessant, weil da sehen Sie schon, dass nämlich das hindert schon allein an dieser verkürzten Vorstellung, die Kompetenz Medien zu nutzen, weil das ist im Prinzip etwas, was nur in einem dieser Dimensionen steckt. Und alleine bei dem Begriff der Mediengestaltung zum Beispiel, da merken Sie, da ist noch viel mehr drin der aktiven Gestaltung, die eher auf Mündigkeit und Sozialität hindeutet, als beispielsweise sozusagen, was die Kompetenz Medien zu nutzen. Und dann gibt es noch unglaublich viele weitere Modelle, also das ist das Original quasi, das Ihnen wahrscheinlich auch immer wieder begegnen wird und das ich auch nochmal in aller Ruhe nochmal ein bisschen deutlicher vorstellen werde. Und hier nochmal, die Folie hatte ich Ihnen ja schon gezeigt, eine Folie, in der die Weiterentwicklung dieses Medienkompetenzmodells nochmal kurz beschrieben sind. Und einige von diesen Kompetenzmodellen werden wir im Laufe der weiteren Veranstaltung auch nochmal kurz reinschauen. Jetzt aber zur Medienbildung nochmal, weil das ist ja ein Begriff, der auch immer wieder verwendet wird und entsprechend auch zur ersten Annäherung wieder ein Zitat von Gertrud Zeki. Die Wortbildung ist in den 1990ern entstanden, obwohl Überlegungen, sagt er, zum Verhältnis von Medien und Bildung eine lange Tradition haben. Und Bildung setzt Erfahrungen in der Interaktion mit der Umwelt voraus. Demgemäß stellt sich die Frage, welche Formen der Erfahrung Medien bieten. Außerdem schien Medienerziehung nicht als Leitbegriff geeignet, um auch bildungsrelevante Aktivitäten in medienbezogenen Erwachsenenbildung zu erfassen. Das ist ein interessanter Punkt. Das heißt nämlich, wenn wir von Medienerziehung sprechen, lange wurde in der Medienpädagogik nämlich von Medienerziehung gesprochen, weil der Fokus dieser Medienerziehung auf Kinder und Jugendliche gerichtet war. Aber was hinzukam war, und das denke ich, haben wir ja alle in den letzten Jahren auch live irgendwie erleben können, dass sich die Medien immer weiterentwickelt haben. Pädagogik eher weniger, aber die Medien haben sich weiterentwickelt. Das, worüber beispielsweise, woran Dieter Barke dachte, als er über Medienkompetenz geschrieben hat, 1973, waren ganz andere Medien als diejenigen, an die wir heute denken, wenn wir von Medien sprechen. Und das zeigt schon allein, dass in Bezug auf den Medienwandel hier eine enorme Bewegung in den letzten Jahren und, denke ich, auch in den nächsten Jahren sein wird. Und das eben erfordert, dass Zielgruppe medienpädagogischer Arbeit, medienpädagogischer Praxis nicht nur mehr Kinder und Jugendliche sind. Denn bereits in ihrer, in meiner genauso, Lebenszeit Medien einen solchen Wandel erleben, dass wir eigentlich immer wieder kritisch auf diese Medien schauen müssen, uns fragen müssen, in welchen Medien arbeiten wir, wie gehen wir mit diesen Medien um, beispielsweise. Das heißt, in dem Moment kann man nicht mehr sagen, die Medienerziehung ist etwas, was im Jugendalter irgendwann abgeschlossen wird, sondern es ist eine lebenslange Aufgabe. Und in dem Moment ist der Begriff der Bildung schon nochmal, weil welcher Erwachsene lässt sich schon gerne erziehen. Deswegen ist dieser Begriff der Medienbildung da auf jeden Fall um einiges anschlussfähiger. Und wenn man es ganz einfach formuliert, wenn man denkt, was ist eigentlich jetzt Bildung? Ne? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, zu Bildung könnte man auch unglaublich viel lesen, gibt es viele Definitionen und Begriffsklärungen. Aber wenn man es mal ganz runterbricht, wie gesagt, den Orientierungsmodus, dann ist Bildung die ständige Auseinandersetzung des Subjekts mit seiner Welt. Und wenn sich aber die Welt verändert, die mediatisierte Welt, die mediatisierten Lebenswirklichkeiten, dann erfordert das entsprechend eine dauerhafte Reflexion dessen, was wir als Medien bezeichnen, was wir mit Medien machen. Naja, und deswegen hat wieder Gertrud Zeki in diesem Fall 2015 in diesem Zitat konstatiert, dass der Begriff der Medienbildung zu einem Leitbegriff in der Medienpädagogik geworden ist. Der
erkläre nochmal, das mache ich jetzt aber tatsächlich nur ganz kurz, weil die Zeit schon vorangeschritten ist, auch nochmal stärker eine Prozessperspektive betont, als es beispielsweise die Medienkompetenz macht. Wenn man nämlich jetzt Medienkompetenz und Medienbildung direkt gegenüberstellen würde und fragt sich auch die Frage, was erfordert dieser Medienwandel, den ich kurz, also wir unterhalten uns ja im Rahmen gesellschaftlich-kultureller Medienentwicklung, das ist sozusagen noch ein eigenes Thema, das übernächste Thema macht Sozialisation, da stelle ich das nochmal in aller Ruhe und viel genauer vor. Aber was erfordert den Medienwandel? Erstmal erfordert er, dass eben nicht nur Kinder und Jugendliche die Zielgruppe medienpädagogischer Praxis sind, sondern eben zunehmend auch Erwachsene und auch Senioren, wie wir jetzt zum Beispiel auch im Rahmen von Corona merken. Und das führt natürlich konsequenterweise dazu, dass der Begriff der Medienbildung hier ein bisschen anschlussfähiger ist. Was wir aber bei der Medienkompetenz haben wir natürlich den Nachteil, dass Kompetenzen eben einem regelmäßigen Update unterzogen werden müssen. Weil in dem Moment, in dem sich die Medien ändern, natürlich auch die Kompetenzen sich entsprechend weiterentwickeln müssen. Flexibler ist dann der Begriff der Medienbildung. Weil wenn ich sage, ich muss mich als Subjekt immer wieder mit den Dingen, die mich in meiner Welt umgeben, auseinandersetzen, dann ist der Begriff der Medienbildung viel anknüpfbarer. Aber, und Sie sehen sozusagen, da schließt sich dann wieder der Kreis, der Nachteil ist natürlich, wenn ich frei und offen von Medienbildung spreche und mich aber jemand fragt, beispielsweise, wenn es um Bildungspläne geht oder wenn es um Curriculum für medienpädagogisches Studium oder medienpädagogische Studienanteile im Lehramtsstudium, im Pädagogenstudium geht, dann ist natürlich wiederum schwierig, wenn ich sage, naja, Medienbildung, weil das ist alles, alles, absolut alles und nichts in dem Moment. Das heißt, da helfen uns Kompetenzen, wenn es darum geht, Bildungspläne zu entwickeln, Curricula zu entwickeln, Kompetenzen, weil sie entsprechend das definieren. Und Sie sehen, da haben wir ursprünglich synonyme Begriffe, die eigentlich in der Zielperspektive das Gleiche meinen, aber doch in unterschiedlichen Kontexten eine Wirkung entfalten. Sehr geehrte Damen und Herren, soweit heute, jetzt für die Orientierung innerhalb der Einführung in die Medienpädagogik. Ich hoffe, es war Orientierung für Sie und keine Verwirrung. Ich hoffe, es wird das eine oder andere wird sich nochmal, werde ich nochmal ausführlicher erklären. Wir sehen uns, denken Sie dran, nächste Woche haben wir alle frei. Das heißt, es müssen nicht mehr herkommen. Wir sehen uns dann in der Woche drauf, entsprechend online. Und ich wünsche Ihnen, wenn es soweit ist, schöne Ostern, schöne Feiertage und nächste Woche dann.